Wer an der Stärke des Marktes zweifelt, das kann man ja sich fast gar nicht vorstellen. Tatsächlich, ihr ahnt es, jetzt hat er da unten so eine komische Kiste hingemalt. Das hatten wir mal gemacht. Wenn es denn tatsächlich runtergeht, wo müsste das Ganze denn landen? Was wären typische Ziele? Und das wäre von der Höhe ungefähr jetzt das, was ich hier angezeigt habe. Bitte jetzt nicht super genau nehmen beim S&P Future hier in dem konkreten Beispiel, ungefähr 3.300 bis 3.000, knapp unter 3.000, kann auch 2.900 sein, irgendwie sowas in der Richtung. Und Zeit ungefähr wäre vielleicht so 19. März bis 25. April. Das wäre so eine Hauptkampfzeit für so eine Zielgröße, wenn man rein der Statistik folgt. Das setzt allerdings voraus, dass der Markt eben nach unten unterwegs ist. Wie kommt man auf sowas? Das hat was hier mit meinen Kurven zu tun, die ich ja immer wieder angucke, wo wir dann sagen können, hey, wir haben eine Idee, wie weit ein Rücksetzer eben geht. Auch in einem Impuls, auch dort gibt es ja immer wieder mal einen Rücksetzer. Wir können das mal theoretisch hier so anzeigen. Also wir sehen einen tollen Aufwärtsmove. Zwischendurch gibt es halt solche Rücksetzer. Das ist jetzt auch kein Drama. Muss man nicht überdramatisieren. Aber auch diese Rücksetzer, die haben hier eben Rücksetzerniveaus, die mal 30, 40, 50% der vorangegangenen Strecke sind. Das ist dann immer die Überlegung, zum Beispiel seit dem März-Tief, also seit dem Tief letzten Jahres, wo das Ganze nach Corona ja dann doch wieder nach oben gegangen ist. Das Ganze gibt es natürlich auch nach der Zeit. Das Prinzip ist das gleiche und daraus lässt sich halt ungefähr ausmachen, wo es statistisch nachvollziehbar ein Rücksetzerniveau hin gäbe. So, warum erzählt er uns das Ganze? Eigentlich nur deshalb, weil ich das hier noch in der Grafik drin habe. Wir hatten uns das selber mal angeguckt hier. Wie das aussieht, also wer bei Born for Trading zum Beispiel live mit dabei ist, der sieht die Situation. Solche Sachen besprechen wir dort auch. Aber es ist natürlich eine Geschichte, kommt das Ganze jetzt? Und aktuell, jetzt gucken wir uns das hinten hier mal an und dann schauen wir das hier mal im 4-Stunden-Chart beispielsweise. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass jetzt der Start ist. Das heißt, wenn der Start sich noch um eine Woche, um 5 Wochen, um 10 Wochen rausschiebt, dann verschiebt sich natürlich das hier hinten auch. Und je nachdem, wie die Höhe noch ist, kann das dann natürlich dann auch noch mal ein bisschen andere Verhältnismäßigkeiten. Ihr seht, das ist irgendwas Prozentuales. Yep, darauf kann man sich ungefähr einstellen. Aber ja, vorsichtig, im Moment gibt es dann noch keine Anzeichen. Im Gegenteil, wenn ich mir das angucke, das ist eine wunderschöne steile Aufwärtsbewegung. Toller kann man Dynamik eigentlich nicht anzeigen. Wenn der Kurs jetzt möglichst wackelig nach unten kommt, dann haben wir die Chance, hier die Long-Seite wieder zu spielen. Wer jetzt im 5-Minuten-Chart nachguckt, der sieht das sogar hier auf einer kleineren Ebene, dass wir aktuell hier so eine leichte Abwärtsbewegung haben. Und ja, ich bin der Meinung, wir haben gute Voraussetzungen, dass der Kurs, wenn er da diese Zwischenhoch macht, nochmal weiter nach oben geht. Er müsste allerdings auch nach oben rausgehen. Und in diesem Fall, weil das ist jetzt ja nicht die gesamte Korrektur dieser Bewegung, können wir jetzt nicht sagen, wie weit das geht. Wir können also nicht einfach sagen, ey, vorher ging das so weit. Dann geht es genauso viele Punkte noch nach oben. Das wäre natürlich fahrlässig. Das ist erstmal nur die Richtungsentscheidung und würde sicherlich gute Chancen haben, hier das alte Hoch nochmal rauszunehmen. Was danach passiert, wird man da sehen. Das ist ähnlich wie hier. Da hatten wir auch diese kleinen Rücksetzer. Und dann sehen wir, es geht halt darüber hinaus. Und wie weit, das wird man mal sehen. Also insofern haben wir da nur einen Richtungsentscheid. Regelmäßig, wenn diese beiden Hochs sehr ähnlich von der Höhe sind, dann lässt sich das nicht sinnvoll nutzen, weil man einfach viel zu spät dann reinkommt. Also dann braucht man eine andere Methode, um da reinzukommen. Aber wenn der Kurs wie hier jetzt sowas anböte, ja, dann kann man das schon machen, dass man da auf der entsprechenden Seite sich dann, dann hier dementsprechend dann positioniert. So, aktuell hat der Markt aber das noch offensichtlich gar nicht vor, denn ihr seht schon, wohin das Ganze geht. Das heißt, auch wenn ich immer keine Ahnung habe, viele sagen ja auch mit der Charttechnik, weißt du doch auch nicht, was in Zukunft passiert. Und der oder diejenige, die sowas sagt, hat natürlich vollkommen recht. Ich habe doch keinen Plan, was als nächstes passiert. Aber ich kann sehen, was als nächstes passiert und kann daraufhin meine Handlungsweisen eben abstimmen. Und das wäre eben, sobald wir solche Zwischenhochs eben dann reißen, dann gegebenenfalls die Longseite nochmal mitzunehmen. Solange es aber stark auf der Abwärtsseite bleibt, also die Stärke vorrangig auf der Abwärtsseite ist und dieses Gewackel mehr auf der Aufwärtsseite zu finden ist, bleibe ich auf der Abwärtsseite. Jetzt sind wir wieder relativ stark hier in der Abwärtsseite. Jetzt mal gucken, ob das hier wackelig hochkommt. Das ist jetzt was für die Klein-Klein-Spezialisten. Nichts, was wir jetzt hier in diesem Video intensiv besprechen können, denn das ändert sich ja alldritt, wahrscheinlich schon bevor ihr das gesehen habt hier. Aber als Hinweis, worauf man da natürlich gucken kann in der Geschichte.
Also, zusammengefasst, das Ganze hier natürlich eigentlich eine sehr, sehr gute Geschichte, was die starke Seite angeht, sehr offensichtlich im großen Bild. Jetzt bräuchten wir eine schwache Seite, die einfach sagt, nee, abwärts, ja, aber eben einfach mit weniger Power. Das Ganze könnte auch anders als so, zum Beispiel so aussehen. Das wäre ebenfalls völlig in Ordnung. Dann hätten wir trotzdem eine ABC, so eine klassische Korrektur. Im Kleinen seht ihr hier übrigens das Gleiche wie hier. Das, was ich hier gezeichnet habe, ist nichts anderes als das, was wir hier ja andeuten. Allerdings, wie gesagt, bitte, bitte jetzt nicht, oh, ich habe das gesehen, klingt plausibel, hat er auch eine Statistik eingeblendet, ich gehe jetzt mal short. Nein, 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 um Himmels Willen. Die Idee ist super, generell, aber sie hat noch keinen Startschuss. Ja, also das ist nicht sinnvoll, dann einfach jetzt schon mal zu sagen, oh ja, gut, ich mache dann jetzt schon mal mein Türchen hier auf und laufe dann los. Nee, 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 bitte nicht. Das Gleiche ist hier allerdings, und auch hier warten wir auf so einen Rücksetzer. Wenn er den dann macht, und auf irgendeiner Zeitebene wird er den bringen, wenn er den dann macht, dann hat man die Möglichkeit, da mindestens ein Teilstück oder eben aber kombiniert sogar das miteinander verbunden, auch längere Bewegungsarme da mitzunehmen. Wir hatten das vor kurzem ja beim US-Dollar gegen den japanischen Yen. Wenn ihr das gesehen habt, zum Beispiel im Trade des Tages, meldet euch dort an, da stellen wir immer wieder konkrete Trading-Situationen vor, wie wir in der oder jener Situation hier unterwegs sind, mit ganz klaren Ein- und Ausstiegsmarken, was wir da tun. Wer noch zusätzliche Infos haben will, vielleicht mal ein bisschen Update zwischendurch, ein bisschen Hintergrundwissen, vielleicht noch mal eine extra Idee, der ist da mit dem Born for Trading ganz gut aufgestellt. Deshalb einfach anmelden. Es steht unten drunter der Link. Nutzt das Ganze, es wäre doch schade. So, jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß an den Märkten. Es ist gerade nicht weniger spannend als sonst auch. Guckt euch mal Silber an, vielleicht findet ihr da etwas, was euch bekannt vorkommt von den Verläufen. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen dafür.